Wörter aus meinem Mund, Diktate und Postulate. Lies meine Lippen wie eine Chiffre. Gott ist behindert und wir sind seine Krücken. Rolltreppen, Fahrstühle, Hörgeräte und Perücken. Ich treib ihn voran und helf dem alten Mann über die Straße. In einer ritualisierten Sprechblase erzählt er mir von seinem totgeweihten Sohn. Meine Tragfähigkeit beträgt 2 Personen, ein paar hundert Kilo und ein Kreuz. Ich erleichtere beiden den Weg und baue aus dem Kreuz einen Steg. Manchmal widersprechen unsere Ziele sich. Manche kommen damit klar und viele nicht. Go. Gott hat eine Krankheit, die Leben heißt. Vielleicht wird er an ihr sterben, seine Invisible Hand faulen und muss bald amputiert werden. Ich diene ihm als Sägeblatt, seit die Realität Haltungsschäden hat. Krümmt sich der Raum und dehnt sich die Zeit. Wir messen Anstrengungen am Ideal der Bequemlichkeit. Wir sind sozial behindert, doch was ist eine Diagnose, die in unserer eigenen Sprache keinen Sinn hat? Extras Glas Milch einer deprimierten Kuh. Wenn wir behindert sind, wie stehen wir dazu? Im Wettrennen der Arten gewinnt der Mensch ungewollt und der lang